Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Fußball Manager 14. Und ja, ich habe es leider in der letzten Folge so ein bisschen verpasst, es zu erwähnen, denn das war die 100. Folge Fußball Manager. Und ja, leider habe ich irgendwie, wollte ich bei der 99. aufhören, okay, dann habe ich weitergemacht, jetzt war es schon die 100. War aber trotzdem nicht so schlimm, denn schließlich haben wir uns in der letzten Folge für die Champions League qualifiziert und ich denke mal, das ist nicht so verkehrt. Ja, ich habe mir aus den letzten Wochen habe ich mir nochmal so ein paar Namen auch aufgeschrieben, die ihr mal in die Kommentare reingeschrieben habt. Und da wollen wir nämlich nochmal nachgucken, weil noch haben wir, ja, ich glaube, viel Geld haben wir nicht mehr, ne? Ich weiß gerade gar nicht. Ja. Da muss ja noch ein Stürmer für her, aber wir schauen uns gerne nochmal so ein paar andere Namen an. Spieler, wie die sich entwickelt haben und alles. Und ich würde sagen, bevor wir hier das Spiel gegen Schalke uns anschauen, oder sonst machen wir mal eine Folge lang, wo wir uns jetzt wirklich nochmal um die Verstärkung des Kaders, auch vor allem als für noch einen zusätzlichen Stürmer uns das anschauen. Denn neben Okazaki und Polter haben wir keinen Ersatzstürmer und jetzt haben wir ja das erreicht. Wir haben ja jetzt auch nur noch so ein paar Tage Zeit. Wir haben uns zwar um Lasogga gekümmert, aber da will ich mich nicht hundertprozentig drauf verlassen, ob das klappt. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns mal so ein paar andere Namen an, die ihr genannt habt. Da haben wir zum einen Djabala. So, dann gucken wir mal. So, das wird wohl der hier sein. 21 Stürmer. Das ist auch ungefähr so unser Zielbereich. Stärke 70. Ja, also für 21 ist der noch ganz schön weit unten. 7 Sterne, der ist nicht verkehrt. Aber jetzt, ich würde da ganz gerne dann als Ersatzstürmer noch ein bisschen was Besseres haben, aber wir können den gerne mal ins Blickfeld nehmen. So, dann haben wir Füllkrug, den kennt man ja auch von Werder Bremen. Was hat der denn so drauf? 69. Der hat leider nur 6 von 10 Sternen, deswegen, das ist mir dann so ein bisschen zu knapp. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen was. Ezekiel von Lüttich, also Standard Lüttich haben wir. Gehen wir mal ein. So. Ich schätze mal, das ist der hier, der denn auch schon bei mittlerweile zu Juventus Turin gewechselt ist. Oh ja, der ist richtig gut. Hätten wir den früher gesehen, können wir mal gucken, der ist, der ist erst vor ein paar Tagen, das ist ja wieder ein blödes Pech, ist der erst gewechselt. Ja, das ist auch schade, aber das ist einer, den wir auf jeden Fall, weil der hat immer noch nicht so einen hohen Marktwert, also den können wir auf jeden Fall auch ins Blickfeld nehmen und mal beobachten. So, dann haben wir noch Jung, da ist wahrscheinlich dann der von, muss ich lügen, Frankfurt? Oder Freiburg war, ne? Frankfurt. So, schauen wir mal eben ganz kurz. Ja, rechter Verteidiger. 25 ist er mittlerweile, hat aber auch schon ganz recht hohen Marktwert, aber wenn hier, na, wobei wir haben jetzt gerade so viele dazu geholt in der Verteidigung, ich glaube, den brauchen wir da gar nicht mehr. Und dann habe ich hier noch Viktor Fischer von Ajax. So, gucken wir gerade mal. So, der ist auch immer noch ein Linksaußen. Oh, 8 Sterne. Aber der hat auch schon einen ganz schönen Marktwert. Ist ja erst. Ja, das ist natürlich ein netter Spieler für Ajax. Der hat bestimmt auch eine ganz gute Statistik. Können wir mal gucken. Ja, gut, in dieser Saison natürlich nicht. Können wir nicht die letzte Saison sehen? Ah, sonst machen wir einfach allgemein. Beziehungsweise Karriere. Können wir da nicht sehen, wie viele Tore der im letzten Jahr gemacht hat? Na gut. Aber der gefällt mir auch ziemlich. Also ich würde auch fast sagen, dass wir den mit ins Blickfeld nehmen. Das kann, denke ich mal, nicht schaden. So, da muss ich gerade mal umblättern. Denn ich habe noch welche. Ja, dieser Adrian Oliveira Tavares. Da hatten wir schon mal geguckt, da hatte ich Probleme, den zu finden.
Gucken wir mal, ob wir den jetzt finden. Also Adrian Oliveira Tavares. Ich weiß nur nicht, ob der genau so hier auch drin steht. Aber den werden wir schon finden. Ich versuch's mal nur mit Adrian. Da ist er nicht. A-D-R-Y-A-N. Okay, Oliveira. Okay, ich versuch's nochmal mit Oliveira Tavares. Nee, ich finde ihn leider nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben hier noch mehr. Kouyaté haben wir noch. Da habe ich auch schon mal irgendwas von gehört. So, das dürfte der hier sein, Innenverteidiger. Ja, 7 von 10, 25, 71. Also der ist auch wahrscheinlich nicht mal kein Stammspieler. Ja, also Innenverteidiger haben wir ja derzeit wirklich sehr, sehr viele. So, dann haben wir noch Bruma. Nicht der Hamburger Bruma, der von Chelsea gekommen ist mal, sondern aus Portugal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bei Fortuna Düsseldorf. Ich meine, 8 von 10, das ist ja schon nicht schlecht. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der hier gemeint ist. Können wir mal gucken, wo war denn der vorher? Galatasaray. Oh, was zum Henker? 2013 bis 2015 Ablöse 10 Millionen. Ach, von Sporting. Ja, dann kommt das hin. Ja, das ist der. Und dann holt sich Düsseldorf den. Alter. Das wäre natürlich mal einer. Da könnte man mal echt anfragen. Also jetzt für später nochmal. Weil der ist noch verdammt jung. Und 8 Sterne. Der kann sich noch richtig gut entwickeln. Ach, den haben wir auch schon. Ach, ja. Mal gucken. Die Welt ist klein. So. Dann haben wir noch Bakali. So, müssen wir nochmal gucken, ob der bezahlbar ist. Steht hier noch dabei. So, schauen wir mal eben ganz kurz. Zakaria Bakali. Oh ja, der ist noch ziemlich jung. Ja. Also den, mir kam der Name auch bekannt vor. Den haben wir doch schon mal geliehen. Und das war irgendwie nix. Also hier sehen wir es. 280.000 mal zur Leihe. Den haben wir nicht einmal spielen lassen, echt. Ja, der muss jetzt natürlich erstmal wieder stark werden. Wir können den natürlich nochmal ins Blickfeld aufnehmen, weil er ja 8 Talentsterne hat. Aber ich weiß nicht, ob wir den nicht die Karriere kaputt gemacht haben. Na ja, gut, so schnell geht das nicht. Aber man weiß es ja nicht. So, dann. Ja, ich würde ja eigentlich ganz gerne jetzt mal abwarten, wie das aussieht jetzt mit unserer offenen Anfrage hier, ich glaube an Lasogga. Ich hoffe mal, das wird noch was. Denn der Lasogga, das Angebot haben sie ja schon mal angenommen. Also das wäre natürlich schon ziemlich cool. Weil der hat, denke ich mal, noch eine große Zukunft vor sich. Der ist ja auch noch recht jung. Und ich hoffe so sehr, dass der bei Hamburg bleibt, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand bleiben möchte derzeit. Naja, auf jeden Fall können wir nochmal ganz kurz schauen, Transfermarkt, ob wir noch uns irgendeine andere Alternative, was den Sturm angeht, beziehungsweise ich schaue mal hier direkt unter Scouts, da haben wir ja unsere schlaue Software, die ja auch das ein oder andere Talent schon gefunden hat. Und dann kann man da einfach nochmal so ein bisschen gucken. Ja, ein Ersatz zur Not, wenn es dicke kommt, haben wir auch noch hier in der zweiten Mannschaft. Da haben wir ja den Rainer von unserem Gegner uns vor dem Rückspiel gekauft von Red Bull Salzburg. Sogar mit Kaufoption, also wenn der hier wirklich einen Sprung macht, dann können wir den trotzdem noch so billig kaufen, wie er jetzt derzeit ist. Ja, und ich glaube, so viel können wir jetzt auch gar nicht mehr machen. Wir können nochmal so ein bisschen hier schauen, wie sieht es mit den... Achso, hier ist in 6 Tagen. Das heißt, wir können danach dann mal unser Geschäftszentrum weiter ausbauen, damit wir mehrere
Mitarbeiter noch einstellen können. Jugendcamps haben wir noch keine, die sind nämlich sauteuer. So, dann kann man beim Merchandising nochmal gucken. Ja, das ist... Achso, kann man auch nur maximal zwei, okay. Ja, da können wir auch noch nicht. So, kann man hier mal so ein bisschen gucken. Trikotverkäufe. Ja, Pret ist, hat doppelt so viele wie Müller und Polter und Bungert und Giroud. Allerdings ist der Pret... Ja, ich weiß nicht. 24,5 Millionen. Also der Marktwert war schon mal ein bisschen höher. Bei 30. Aber ich weiß es nicht, ob wir den halten können. Also ich bin sehr gespannt, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber da haben wir dann ja auch mit Sicherheit ein paar Alternativen. So, Marketingkampagne. Da haben wir sogar noch Budget. Das ist gut und schön, ne? Ja, haben wir dann auch wieder eine von diesen offenen Herausforderungen. Vielleicht schaffen wir die ja alle. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Let's Play überhaupt läuft. Aber wir können nicht auch das machen, ne? Wir haben ja so einen guten Marketingmanager schon, dann kann der sich da auch drum kümmern. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange wir das Let's Play durchziehen. Solange ihr dabei seid, solange es Spaß macht, werden wir da auf jeden Fall beibleiben. Und ja, so, automatischer Top-Zuschlag. Können wir hier so, die bei 6 Besten. So, Sponsoring, denn wir sind ja jetzt schon wirklich auf einem extrem hohen Niveau. Da muss natürlich alles passen. So, Erfolge, ja, das ist jetzt überschaubar. Aber warte mal. Na, ich wollte gerade sagen, 2014, na, hier sind auch nur die Erfolge während unserer Laufzeit drin. Ja, beliebteste Spieler bei den Fans, Polter. Ja, Polter mag ich auch sehr gerne. Bis 2017. Ich glaube aber nicht, dass wir den Vertrag schon verlängern können. Ja, möchte er auch nicht. Ja, ansonsten Okazaki. Wir können ja auch nochmal hier so ein bisschen auf die Verträge schauen, ob da schon was zu machen ist. Da hatten wir vor kurzem erstmal raufgeguckt. Aber es kann ja nicht schaden. Also Nicole Chinoveski, da wissen wir, der hat auf jeden Fall seinen Rücktritt quasi geplant. Simling, ja, der wird auch schon alt. 2017, da weiß ich gar nicht, ob ich den verlängern möchte. 1,4 Millionen ist doch schon ganz schön viel. Ja, Vetlo, das ist, denke ich mal, okay. Der wird dann ja auch schon ein bisschen alt. Malik Fati ist auch nicht mehr der jüngste. Polter. Choupo-Moting. Kann man sich drum kümmern? Oh ja, der will sogar. Also Vertragsverlängerung will er und um mindestens 3 Jahre. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Wichtigster Spieler hier. Erstmal das Blaue vom Himmel versprechen. So, damit ich sehe, wie sich das auswirkt, mache ich mal so. Besseren Spieler. Kapitän. Haha, ja, dann sind die aber immer extremst angepisst. Das möchte ich eigentlich nicht riskieren. So, denn jemand, der keinen festen Platz hat, also nicht zu 100%, der braucht auch kein... Kapitän sein. Ja, eine Option bekommt er für 2 Jahre. So, jährliche Erhöhung kriegt er auch. 5%, ja. Gehaltskürzung bei Abstieg. Das macht schon fast keinen Unterschied, aber da wir nicht absteigen werden, ist das schon egal. So, Auflaufprämie. Ja, das sind immer so ein paar Tausender, das geht schon. Anteil am nächsten Verkauf. 6%. Ja, das geht schon in Ordnung. So, und dann können wir nämlich mal gucken, wie weit wir ihn hier runterschrauben können. Ich denke mal, 1,9 Millionen geht schon fit, ne? Bis 2020. So, was haben wir hier noch? Park. Der ist auch, läuft auch aus.
28 ist der. Kann man auch mal verlängern. So, auch 3 Jahre, 1 Jahr Option. Wichtigster Spieler. Dann nehmen wir das. So, Abstieg ablösefrei. Dann hier 2 Jahre, jährliche Erhöhung. 4 Auflaufprämie, meinetwegen noch ein bisschen höher. Wollen sie nicht übertreiben. So, da wir bei dem, denke ich mal, sowieso nie so viel Geld holen, können wir den auch direkt 10% bieten. So, und jetzt geht's runter. 1,1 Millionen. Ich denke mal, da kann der sich nicht beschweren. Na gut, machen wir ruhig 1,2. So, dann Giroud. Auch ganz wichtig. Das ist nochmal einer, der wirklich an Marktwert nochmal zulegen wird. Und der hat sowieso schon ein recht hohes Gehalt. Also, da kann man auch nochmal beigehen. So, mindestens 3 Jahre will er. Wichtigster Spieler, na klar, so wie jeder. Es ist genauso wie beim Konzerten. Ihr seid das beste Publikum, was ich je hatte, so ungefähr. So, 3 Jahre soll er auch bekommen. Dann Abstieg, ablösefrei. Option bekommt er. Jährliche Erhöhung bekommt er. Gehaltskürzung geht weg. So, hier können wir auch 9000 machen. Und 6% ist, denke ich mal, auch okay. So, und dann geht es hier auch wieder mächtig runter. 2,1. Machen wir mal glatt 2 Millionen. Oder komm hier. Machen wir 2 Millionen. Und 50.000. Komplizierter geht's nicht. So, 2 Millionen. Jetzt muss ich auch mal gucken. Und 50.000. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das mit den Nullen hinkriege. So müsste es passen, ne? Ah, dann springt es sowieso auf 2,1. Okay. Geht auch. So, haben wir noch jemanden? Kevin Wimmer. Ganz wichtig, dass wir den verlängern. Das ist der Knabe von Köln, glaube ich. Unser Innenverteidiger. Der hat auch bisher richtig gute Spiele gezeigt. Denn solange der noch einen geringen Marktwert hat, können wir das auch mit dem Gehalt nicht noch bei unter einer Million belassen. So, sollten wir also auch beigehen. Ah, schade, will er nicht. Na gut. So, dann haben wir noch, aber läuft ja auch noch 2 Jahre, ne? So, dann haben wir noch Bo Svensson. Ja, das ist der Typ, der uns hier einen reingedrückt, der uns hier quasi reingedrückt wurde von unserer tollen Versammlung. Den haben wir nämlich nicht verlängert. So, dann haben wir noch Pospech. Das ist natürlich, ja, der ist auch schon 36, da brauchen wir auch überhaupt nichts verlängern. So, Nikolai Müller, das ist schon wieder 2018. 1,6 Millionen verdient der, aber das, wenn wir den jetzt verlängern, dann wird es auch richtig teuer für uns, von daher bleibt das so. Ja, und der Rest ist eigentlich dann soweit okay. 2020 haben wir schon wirklich einige Spieler. Das gefällt mir. Ja, hier 7 de Jong, wie gesagt, ablösefrei gekommen. 2,5 Millionen verdient er zwar, aber dafür haben wir halt Versand hätte ich fast gesagt. Nicht versandkostenfrei, sondern ablösefrei. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Nächste Folge geht's dann gegen Schalke. Und dann werden wir zusehen, dass wir das Spiel natürlich gewinnen. Und ja, uns weiter oben in der Tabelle halten. 3 Spiele, 3 Siege und auch in der Champions League sind wir, also die Saison. Die Saison ist bisher perfekt gelaufen. Das einzig Blöde ist quasi hier DFB-Pokal, 2. Runde gegen Schalke. Das wird schwer werden. Aber mal gucken, wir sind ja derzeit wirklich extrem stark. Wir haben eine Mannschaftsstärke von 867. Das ist schon der Hammer. Also das ist schon richtig stark. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Nächste Folge geht's weiter. Gerne einen Daumen hoch. Und wir sprechen uns dann morgen.